Kommt, Freunde! Ich habe heute frisch gefangene Igel! Ezio, das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Oder die Fährte. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Tötet. Und wenn er kommt, oder wenn es passiert, ich ziehe weiter. Nie zu lange an einem Ort. Nur, wann soll ich schlafen? Wo soll ich schlafen? Der Wachturm vielleicht. Die halten mich für irre. Sie wissen nichts. Ich bezahle sie. Aber was soll das alles? Sie interessieren sich nur für Geld. Alle interessieren sich nur für Geld. Gut für die Bruderschaft. Gut für mich. So ist es sicherer. Ja, ja. Ich frage. Und dann? Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quadrillen. Was für ein Athlet!
Manchu! Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er? Auf! Dieser Mann da! Ich will, dass er... Lachu, was glaubst du, wo du hinrennst? Schneller! Dort ist er! Packt ihn! Loslassen jetzt!
Da! Ich will, dass ihr ihn fasst! Wo? Scheiße, da ist er! Hey, was soll das denn? Und zögert nicht! Er muss gestoppt werden! Salvezio! Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Der gemeine Mörder bringt nur Tod und Teufel zu allen, die er besucht. Ich mag teuer. Dann ciao. Flash!
pflegt eure Wunden, edler Herr. Ihr habt zu Recht gerichtet. Ich muss noch was brechen, Idiot. Hör auf! Bürger von San Gimignano, hört meine Worte. Ihr müsst Buße tun. Bereut und sucht nach Vergebung. Für eure gottlose Art habt ihr euch den Zorn eines Dämons zugezogen. Gerufen von eurer Sünde wandelt er nun in eurer Welt, gekleidet in Schatten und Dunkelheit. Und wo er geht, folgt ihm der Tod. Warum, fragt ihr? Weil ihr euch verirrt habt und eure Freiheit diesem Schuft Lorenzo de' Medici opfertet. Ihr seid Marionetten, gelenkt von einer Börse, überzeugt von vergifteten Worten. Ihr habt eure Tugend verloren. Ihr habt eure Würde verloren. Ihr habt den Glauben verloren. Und das zieht den Dämon an, um sich zu nähren. Und nähren wird er sich, während ihr in Ignoranz verloren seid. Wisset, dass gute Männer starben, um euch von diesem Übel zu bewahren. Männer, die das Land retten wollten, es reinigen. Betet mit mir, meine Kinder, damit... Hinfort, Dämon! Zeigt dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Das Glück bleibt unser. Heute bin ich wahrhaft gesegnet. Zwei neue... Diese Meer... War ich im Weg? Cieloberto. Schon gut, ich mochte da was. Lauf! In hau ab! Gut, dann stirb! No, no! Bleib dir vom Leibe! Noch einer. Tja, bei so vielen Söldnern hier, kein Wunder. Wir haben leider alle frommen Landschaftsbilder ausverkauft. Aber wir nehmen... Was tut ihr denn hier?
Hier drüben, Ezio. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Exzellent. Hey, ihr da! Ihr da! Hey, ihr da! Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden und werden weitere 100 Jahre stehen. Hört auf, das Leben eurer Männer zu vergeuden. Athene, verschwindet hier! Hör! Ihr werdet ihn nur den Tod finden! Kehrt um! Andiamos! Hei, hei! Tempo, ich verliere ihn! Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Du kannst nicht entkommen! Damit will ich nichts zu tun. Bitte! Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund.
Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Denn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung. Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Wie könnt ihr so reden? Ihr habt das Biest gemacht. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace.